Gesund durchs Jahr hieß es beim bereits zum fünften Mal veranstalteten Genusstag im Hotel Böhlerstern. Was wünscht man sich? Rundum, Wohlfühlen, gesund sein. Was man selbst dazu beitragen kann und worauf man achten sollte, war bei den verschiedensten Informationsstationen zu erfragen. Wir sind 5 Sozialversicherungsträger, die Steirische Gebietskrankenkasse, die AVA ist dabei, die sind vor 3 Jahren dazugekommen, die VEB, die Betriebskrankenkasse Donauwitz und die Betriebskrankenkasse Kapfenberg. Wir 5 gestalten das gemeinsam und haben unterschiedlichste Themen von der Gesundheitsstraße über die Angebote unseres Zahnambulatoriums, von der Betriebskrankenkasse Kapfenberg. Die VEB bietet spezielle Themen an, bis hin zum Herz, das man mit einem digitalen Bildschirm betrachten kann, beziehungsweise mit der Brille in das Herz hineinsehen kann. Und ich habe es selber schon machen dürfen, also es ist beeindruckend und man muss sagen, man sollte das wirklich in Anspruch nehmen. Also prinzipiell, wir verwenden hier die Technologie Virtual Reality, das ist eine VR-Brille, wo man quasi das Gefühl hat, jetzt in einer Herzkammer zu sein, und diese Herzkammer, in dem Fall die rechte Herzkammer, ja, haben wir dann in einer Größe von ca. 4 Metern und befindet sich mittendrin. Das heißt, man kann in alle Richtungen schauen. Wir können das Gefühl vermitteln, als wäre man in einem Herzen und sieht hier die Herzklappe, wie sie sich bewegt, ja, und auch das Pulsieren des Herzens. Eine ganz faszinierende Technologie, Virtual Reality. Und nur wenn man die Brille aufsetzt, kann man erst wirklich erfahren, was die Technologie bewirkt. Dass die Ernährung ein wichtiger Teil unserer Gesundheit ist, wurde ebenfalls mit vielen Informationsmöglichkeiten dargestellt. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Ernährung macht sehr viel im Leben aus. Das heißt ja nicht nur die Liebe geht durch den Magen, sondern auch vor allem die Gesundheit. Und mit Kräuterzuckerl, die mir selber hier anbieten bzw. selbst gestaltet werden können, bis zu allen Gesundheitsthemen, was die Ernährung betrifft, ist auch im Fokus. Wir haben vorher gerade Wohlfühlzucker produziert, die wir selber herstellen mit Birkenzucker, mit Melisse und Zitronenöl. Die Leute können das dann probieren. Wir haben auch noch eine zweite Sorte an Zuckerl, Hustenzucker mit Thymian und Pfefferminz. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man sich die Rezepte mit nach Hause nimmt. Anregungen und Tipps holten sich viele im sogenannten Kräutergarten. Wir haben die verschiedensten Kräuter, die eigentlich schon vor der Haustür wachsen und die man nutzen muss, ob es jetzt als Tee ist, ob es in einer guten Suppe drinnen ist, ob es in einem Smoothie ist, je nachdem, wie man den Zugang hat. Aber das Wichtigste ist, dass man einfach diese ganzen Vitalstoffe, die vor unserer Haustür sind, dass wir die nutzen. Natürlich muss man es vorher kennen. Es gibt natürlich Verwechslungsgefahren, aber dazu bietet sie ja an, dass man dann einmal mit einer kräuterkundigen Frau oder einem kräuterkundigen Mann einfach in die Natur rausgeht und sie das für den Hausgebrauch mitnimmt. Wir haben für jedes Kraut einen Steckbrief gemacht, wo die Leute erfahren, für was das Kraut hauptsächlich gut ist, und wir haben auch Vorschläge, welche Kräutermischung, dass sie sich zusammenmischen können, und da wird reger Anteil genommen und die Leute sind sehr begeistert davon, dass das alles vor der Haustür ist und wir uns jetzt das halt mit nehmen können. Egal welches Bauvorhaben Sie in Angriff nehmen, so ist es notwendig, von der Planung, Ausschreibung bis hin zur Bauaufsicht, Statikberechnung und letztendlich auch Kostenkontrolle durchführen zu lassen. Diplom-Ingenieur Bernhard Pressiger, staatlich befugter und beeideter Zivilingenieur für das gesamte Bauwesen, ist dafür der richtige Ansprechpartner. Viele Bauten im Bezirk Bruckmürzzuschlag und darüber hinaus tragen seine Handschrift. Vorwiegend sind es Unternehmer. Als Beispiel wäre das Autohaus Diepold anzuführen, welches in Fertigteil-Elementbauweise errichtet wurde.
sodass es jederzeit erweiterbar war, was auch im Laufe der Jahre geschehen ist. Die besondere Herausforderung war, dass es auf einem ehemaligen Sumpfgebiet errichtet wurde und durch groß angelegte Entfeuchtungen und Befestigungen erst zu einem Bauland entwickelt wurde, worauf sich dieses kleine, aber schmucke Bauwerk errichten ließ. Eine besondere Herausforderung war die Konstruktion Geistesblitz in Kapfenberg. Der Geistesblitz ist eines oder vielleicht das Lieblingsprojekt meines Lebens, weil es für Kapfenberg, von Kapfenberg gemacht wurde und von Kapfenberger Mitarbeitern und vom Künstler Kremsner, vom Stahlbauer Francesconi, von meiner Wenigkeit und vielen guten Geistern mit viel Begeisterung errichtet wurde. Es soll die Kreativität der Region Kapfenberg als Stadt für Sport, Leben und Industrie widerspiegeln, einen nach vorwärts gerichteten, längsgestreckten Gehirnkorpus darstellen, aus dem die Idee des Geistesblitzes entspringt. Auch die Stadionerweiterung. Ein besonderes Schmuckstück für die Sportstadt Kapfenberg war die Errichtung der Tribüne im Alpenstadion Kapfenberg, wobei der Unterbau als Stahlbeton-Massivbau und das Dach in Stahl-Leichtbauweise ausgeführt wurden. Natürlich mit den Anforderungen für die dynamische Belastung der Tribünen, auch bei Popkonzerten etc. und die hohe Wind- und Schneebelastung des Daches. Sowie das Unternehmen Friesnik. Das Objekt Friesnik hat eine schöne Besonderheit, nämlich die Verwendung von drei unterschiedlichen Materialien, nämlich in wirtschaftlichster Art und Weise für die Lagerhalle den Stahlbau, für das Bürogebäude der Stahlbeton und für das Dach mit seiner Auskragung die Holzbauweise. Noch dazu eine Fassadengestaltung, die der Form nachfließt und das große F für Friesnik zur Geltung bringt. Wir sind tätig im Hoch- und Tiefbau, im öffentlichen und auch im privaten Bereich. Im privaten Bereich vorwiegend im Hochbau, aber auch für Bodengutachten, Stützmauern, ja sogar für bergkundliche Gutachten, zum Beispiel in Bad Schlug, im Bereich der alten Braunkohlestollen sind wir tätig. Die privaten Sachen betreffen auch die Errichtung und die Ausfertigung von Energieausweisen und die Erstellung von Schalungs- und Bewährungsplänen für Hochbau, Decken, Stützen, Fundamente und Tiefgaragen genauso wie Außengestaltung mit Stützmauern. Diplom-Ingenieur Bernhard Pressiger, Kapfenberg, SAG AK 7, ist auch gerichtlich beeideter Sachverständiger beim Landesgericht Leoben. Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe Talk im Museum empfängt das Brugger Stadtmuseum ehemalige Politikerinnen und Politiker zum Zeitzeugengespräch. Sinn und Zweck ist, mit ehemaligen Politgrößen über Politik, Gesellschaft und Wirtschaft damals und heute zu diskutieren. Am 15. Oktober war die Auftaktveranstaltung mit Diplomkaufmann Ferdinand Latziner. Er war 13 Jahre in der Bundesregierung, war Finanzminister und Kabinettschef vom Bundeskanzler Bruno Kreisky. Durch die Veranstaltung führte Universitätsprofessorin Dr. Anita Ziegerhofer. Das erste Mal, dass wir Zeitgenossen der Zweiten Republik interviewen, nämlich Politikerinnen und Politiker. Und das, was heute als Feuertaufe genannt wurde, die hat sich mehr oder weniger dann bestätigt. Ferdinand Latziner, der ehemalige Finanzminister, der eigentlich zweitlängst dienende Finanzminister Österreichs, 9 Jahre war Finanzminister, hat uns
Rede und Antwort gestellt in sehr geduldiger Art und Weise, 2 Stunden lang Diskussion. Meine erste Frage an Lazziner war, was waren die hervorragendsten Begebenheiten politisch in Ihrer Amtszeit? Was besonders beeindruckend war, war natürlich die Arbeit bei und mit Bruno Kreisky und später, was vor allem die Öffnung der osteuropäischen Länder und der Beitritt zur Europäischen Union, das waren sicherlich die wichtigsten Faktoren in meinem politischen Leben. Was war für Sie vorrangig damals? Was wir versucht haben, ist damals Österreich zu einem Land zu machen, das durchaus mit den anderen Ländern der Europäischen Union, damals noch der EWG, konkurrieren konnte. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Wenn man Politik von damals mit der von heute vergleicht, hat sich da irgendwas gravierend verändert? Es hat sich eines verändert, nämlich in Wirklichkeit ist der nationalistische Gedanke deutlich stärker geworden, als er das früher war. Es ist der Sozialstaat und die Demokratie in stärkerer Gefahr als früher. Und es ist nicht das eingetreten, was Kreisky wollte, nämlich wirklich eine Durchflutung der Gesellschaft mit Demokratie, sondern es ist in Wirklichkeit die Frage der Kommerzialisierung, der Monetarisierung der Gesellschaft in einem außerordentlich hohen Maße bedeutend geworden. Spielen die Medien da eine gewisse Rolle? Es spielen die Medien eine Rolle, es spielen auch die Fehler, die auf politischer Ebene gemacht worden sind, eine Rolle. Und es spielt natürlich schon eine Rolle, dass wir durch eine schwere Krise gegangen sind, die heute noch immer nicht aufgearbeitet ist. In Ihrer Amtszeit war ja auch die verstaatlichte Industrie starken Veränderungen ausgesetzt. Schlagwort Privatisierung. Die verstaatlichte war vor allem die Grundstoffindustrie, die in ihrer Bedeutung sehr stark zurückgegangen ist, nicht nur in Österreich, sondern in allen Ländern. Und das hat natürlich schon auch bedeutet, dass diese Schrumpfung der Grundstoffindustrie nicht ganz friedlich vor sich gegangen ist, sondern dass es da eine wirkliche Krise gab und auf die musste reagiert werden und häufig war es nicht anders möglich, als durch Hereinnahme von privatem Kapital dann auch den Weg in eine weiterverarbeitende Industrie zu gehen. Von Interesse war auch der Beitritt zur EU. Sie haben in Ihren Ausführungen betont, ursprünglich wollte man Österreich gar nicht. Österreich war ursprünglich deswegen nicht erwünscht, weil man Angst gehabt hat, dass dann das Verhältnis der Europäischen Union zur Sowjetunion Schaden leiden würde. Das hat sich verändert. Seit dem Jahre 1989 ist das dann ganz anders geworden, als Europa in Wirklichkeit zusammengewachsen ist. Könnten Sie sich ein Österreich ohne EU vorstellen? Ja, vorstellen kann man sich alles, aber man sollte sich nicht vorstellen, vor allem wenn man einigermaßen möchte, dass der Wohlstand, die Wohlfahrt in Europa einigermaßen erhalten bleibt. Letzte Frage, müssen wir uns vor etwas in Zukunft in Acht nehmen, was uns Angst machen könnte? Ich glaube, wir müssen Angst haben davor, dass der Nationalismus wieder dass der allzu stark wird und wir müssen Angst davor haben, dass die Leute egoistischer werden, als sie es ohnehin schon sind. Jedenfalls kann es nicht schaden, in die politische Vergangenheit Österreichs zu schauen. Wir haben geplant am 4. Februar Erhard Buseck, er hat zugesagt, und am 8. April hat schon zugesagt Brigitte Ederer. Herbstzeit ist nicht nur Erntezeit, sondern auch Vorbereiten für den Winter. Das gilt auch fürs Auto. Bei Edler Reifen in Bruck ist man gerüstet. Der Winter steht vor der Tür und damit auch die situative Winterreifenpflicht bei 1. November. Wir bei Edler Reifen sind gerüstet und haben alle gängigen namhaften Premiumreifen lagernd. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tankgutschein- und Boxenstoppprämien. Aber wie sieht's mit Pickerl, Ölwechsel, Autoelektrik aus?
Bei unserem Wintercheck überprüfen wir Kühlerfrostschutz, Scheibenfrostschutz, ganz besonders die Lichtanlage von Ihrem Fahrzeug. Unterstützt von Patrick Riedler wird Ihr Auto winterfit. Wichtig ist auch Lichtmaschine und Batterie prüfen. Edler Reifen und Edler Werkstätte in Bruck an der Mur. Ein Termin, alles unter einem Dach. Wie praktisch, da bin ich mir sicher. Herzlich willkommen bei Jarbacher, Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur und Lietzen. Das Wichtigste zuerst, verschenken Sie nicht Ihr Altgold, sondern fragen Sie gleich den kompetenten Sachverständigen, bevor Sie Ihre wertvollen Gold- und Silberstücke verkaufen möchten. Jarbacher, Leoben, Bruck und Lietzen bieten Ihnen gratis Schätzung und Barzahlung bei Ankauf. Auch Bilder, Uhren, Möbel, Porzellan, Gläser, handgeknüpfte Teppiche, Ansichtskarten, Briefmarken, Gegenstände aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und vieles mehr werden durch geschulte Sachverständige begutachtet, geschätzt und bei Ankauf bar bezahlt. Rufen Sie an Jarbacher Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur am Hauptplatz und Lietzen. Jarbacher, denn niemand hat etwas zu verschenken. Auf unserer kommunalen Reise durch die Hochsteiermark, im Speziellen dem Mürztal, treffen wir auf eine Gemeinde, deren Bürgermeister schon sehr lange im Amt ist und immer wieder mit neuen Ideen aufwartet. Es handelt sich um die Marktgemeinde Langenwang. Und diese Marktgemeinde hat gerade für sich in Anspruch zu nehmen, was ist sie eigentlich? Ist sie Industriegemeinde? Ist sie Wirtschaftsgemeinde, ist sie Wohngemeinde und Wohlfühlgemeinde. Langenwang ist eine Wohnsitzgemeinde. 92% der Bevölkerung in Langenwang sind Arbeitnehmer. Und wir sind aber auch eine Wohlfühlgemeinde. Wir haben ja im Sommer und im Winter einiges zu bieten. Ist Langenwang eine reiche Gemeinde? Langenwang, ja, eine reiche Gemeinde. Wir haben ja sehr, sehr viel in den letzten Jahren in die Infrastruktur investiert. Da kann man sagen, wir haben viel Geld vergraben im Wasser und im Abwasser, in Kanalprojekten. Aber trotzdem, wir haben einen Verschuldungsgrad von rund 4% und der ist verkraftbar. Die Gemeinde Langenwang ist ÖVP-lastig, wenn man das also so nennen darf. Wie sieht es denn aus im Gemeinderat? Herrscht gute Stimmung, Einigkeit oder gibt es da und da, dort doch noch Probleme? Naja, bei uns im Gemeinderat steht es, die Bürgermeisterpartei ÖVP hat 12 Mandate, die Freiheitlichen haben 5 Mandate und die SPÖ, die Sozialisten, 4 Mandate. So steht es im Gemeinderat. Wir arbeiten wirklich gut zusammen und es sind fast alle Beschlüsse im Gemeinderat, oder man kann sagen, so rund 95% der Beschlüsse werden einstimmig gefasst. Jetzt die Frage, wie sieht die Zukunft aus? Ein Mann wie Sie, das weiß man, hat Visionen. Naja, wir haben in den letzten Jahren einiges gemeinsam zustande gebracht und haben für die nächste Zeit ein größeres Projekt, und zwar Langenwang ist eine der wenigen Gemeinden im Mürztal, welches keinen Ortsplatz oder einen Dorfplatz oder ein Ortszentrum hat. Und aus diesem Grund und Anlass werden wir heuer bei einer Bürgerversammlung im November eine Bürgerbeteiligung starten, wo wirklich alle aufgerufen sind, Ideen einzubringen. Wir haben, glaube ich, ein gutes Team, welches uns da begleitet, und das werden wirklich alle Vereine, Institutionen, aber auch die Bevölkerung von Langenwang mit eingebunden, und dann werden wir schauen in ein Jahr, was wir zusammenbringen, und dann werden wir in den nächsten Jahren dann umsetzen, das Projekt. Wie sieht es mit der Jugend aus? Bleibt sie, wandert sie ab? Wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage. Wir haben in Langenwang eine gute Jugend. Wir haben auch von der Bevölkerungszahl her einen sehr guten Schnitt von Jugendlichen. Wir haben einen ausgezeichnet gut geführten Kindergarten mit 3 Gruppen.
Wir haben eine gute Volksschule, wo jedes Jahr zwei Klassen jetzt sind, und auch in der NMS haben wir einen Höchststand von Schülern, und es ist die örtliche Musikschule. Also wir haben sehr, sehr gute Bildungseinrichtungen, was uns im Jahr rund 1,2 Millionen Euro kostet. Aber wir wissen, dieses Geld ist in die Jugend gut investiert. International bekannt ist der Langenwang, Kreglach und die Umgebung durch die Volkskultur von Rosecca. Ja, der Peter Rosecca, oder im heurigen Peter Rosecca Jubiläumsjahr, haben wir auch in der Gemeinde einige Veranstaltungen durchgeführt, aber der Abschluss ist die bekannte Wanderung von Peter Rosecca, als ich Christtagsfreude holen ging, und diese Veranstaltung wird heuer bereits zum 29. Mal durchgeführt. Ihre Zukunft, Ihre nahe Zukunft, irgendwann kommen ja wieder Gemeinderatswahlen, so lange wird es nicht dauern, wenn es auch im Moment noch so aussieht. Wo streben Sie eine absolute Mehrheit an? Ja, sicherlich, also die Zeit vergeht schnell, also voraussichtlich im Frühjahr 2020 finden die nächste Gemeinderatswahl statt, und ich werde mich mit meinem Team wiederum bemühen, ein gutes Wahlprogramm zu erstellen, und werde dann die Langerwanger Bevölkerung bitten, uns, der Bürgermeisterpartei, wieder das Vertrauen auszusprechen. Wie ist denn das so als Kommunalpolitiker? Als Landes- oder Bundespolitiker hat man ja nicht den direkten Kontakt zum Bürger, als Bürgermeister sehr wohl. Ja, ich möchte voraussetzen, mir macht meine Tätigkeit als Bürgermeister tagtäglich großen Spaß. Ich übe diese Funktion sehr, sehr gerne aus. Ich bin ja bereits 38 Jahre im Gemeinderat, jetzt 8 Jahre als Bürgermeister, und bin auch hauptberuflich Standesbeamter. Und ich sage immer, ich bin Begleiter von der Geburt bis zum Tod, und so komme ich tagtäglich mit sehr, sehr vielen Leuten zusammen, und da werden halt sowohl die großen, aber auch die vielen kleinen Anliegen behandelt. Und wenn man addiert und die Summe durchgerechnet hat, dann kommt man zum Schluss: Langenwang ist eine große Familie. Wenn man zum Fenster hinausblickt, sieht man die Farbenpracht des steirischen Herbstes. Und wenn man den Kalender aufschlägt, dann merkt man, wie nahe man schon wieder der Weihnachtszeit ist, der Adventszeit. Und die Akteure der kommenden Veranstaltungen sind bestens bemüht, aus Bruck wieder ein zentrales, interessantes Gefüge zu machen. Vieles hat die Stadt Bruck an der Mur vor in nächster Zeit. Wir haben jetzt einen wunderschönen goldenen Herbst. Das Jahr geht auch zu Ende. Wir sind in Vorbereitung der Weihnachtszeit. In nächster Zeit wird es die berühmten Red Carpet-Tage von Bruck an der Mur geben. 8., 9., 10. November, bitte vormerken. Hier werden die aktuellsten Modekollektionen vorgestellt, Hausmessen, Verwöhnung unserer Kunden und Gäste, tolle Beratung, vielleicht schon für die Urlaubszeit 2019 vordenken. Und als Highlight haben wir am Freitag, den 9. November, die Brucker Music Night. Hier werden bis zu 15 lokale Live-Musik bei freiem Eintritt präsentieren und unsere Gäste einladen. Ein dichtes Programm für die Zeit. Nun, für den Handel ist ja speziell die Weihnachtszeit einer der umsatzträchtigsten, und hier haben wir Schwerpunkte gesetzt. Und als Highlight werden wir dann natürlich am 22. November mit unserer Waldweihnacht, mit unserem Adventdorf hier am Kolumann-Wallisch-Platz beginnen. Wir haben das Programm verbessert, wir haben es erweitert, wir haben einen Schwerpunkt auf Familie und Kinder. Auch für den Tourismus ist etwas dabei, mit altem Handwerk, Schmiede, Münzprägen, und natürlich darf die Musik, Adventmusik, gemeinsames Singen und viele andere Punkte nicht fehlen. Und einer der wichtigsten Dinge ist, dass wir gute Kulinarik haben und ganz tolle Punschqualitäten. Dann kann man sagen, könnte man schon behaupten, das Jahr 2018 war ein erfolgreiches und wird noch ein erfolgreicheres werden. Wir haben einiges über Stadtmarketing bewegen können und werden das Jahr, glaube ich, mit sehr schönen Aktivitäten für unsere Kunden und Gäste beenden. Wenn man alles zusammenzählt und einen Überblick über die Veranstaltungsserie hat,
dann kann man sagen, man kann den Akteuren und den Ausführenden und den Ideengebern schon jetzt den roten Teppich auslegen. Die Pizzeria San Marco in der Mittergasse Bruck an der Mur ist Genuss bei italienischem Ambiente. Pasta-Spezialitäten, Pizzen, Fisch und Fleischgerichte frisch zubereitet, lässt so richtig italienisches Flair aufkommen. Es ist ein Treffpunkt mitten in der Stadt Bruck. Auch Sportgrößen sind hier fast regelmäßig anzutreffen. Wie Michael Tratscher, Trainer vom HC Bruck. Ja, zum San Marco komme ich gerne her, weil das Essen einfach toll ist. Es schmeckt furchtbar gut und es ist immer alles frisch und man fühlt sich auch wohl. Auch die KSV-Fußballer kommen gerne in die Kornmesserstadt zu San Marco, denn sie wissen seine Spezialitäten zu schätzen. Ja, hallo, das ist der Ruskurt, der Trainer von Kapfenberg. Bis ihr seht, sind wir mit einer kleinen Gruppe von den Spielern da. Da haben wir uns schon gefreut, bei San Marco gibt es immer gutes Essen. Ja, und das braucht man, wir brauchen ein bisschen Kraft für das Wochenende. Ja, und jetzt lassen wir es uns gut schmecken. Und noch etwas Erfreuliches gibt es zu berichten. San Marco wird größer, eine moderne Küche und der Gästebereich wird mit einem Umbau vergrößert. Die Pläne dazu sind bereits fertig. Pizzeria San Marco, Kleinitalien im Herzen von Bruck. Von Montag bis Samstag, 11 bis 24 Uhr geöffnet. Die Kindberger waren am 20. Oktober 2018 im Volkshaus in besonderer Feierlaune. 90 Jahre Trachtenverein Schneerosnerz Kindberg und 20 Jahre Sonntagsmusi. Dazu waren viele Gastvereine angereist, wie auch die Eisenärzte Gorstenschneuzer aus Bayern. Obmann Sepp Kapfenberger war sehr erfreut, dass so viele der Einladung gefolgt sind. Wie viele Mitglieder hat jetzt der Verein Schneerosnerz Kindberg? Ja, der Verein besteht jetzt aus ungefähr 200 Mitgliedern und Aktive sind 20 Aktive. Und wie schaut es mit der Jugend aus? Ja, wir haben sehr viel Jugend, jetzt haben wir wieder 12 Kinderunterricht in Platten, in der Schule. Durchs Programm führte Sepp Leubner, Radio Steiermark. Vorher nicht nur 90 Jahre Schneerosnerz Kindberg, sondern auch 20 Jahre Sonntagsmusi. Das sind zwar großartige Kulturträger da herum im Mürztal seit vielen Jahren. Und es ist mir eine Ehre, dass ich da dabei sein darf und die Leute durchs Programm begleiten darf mit ein bisschen Humor. Es geht aber um die Festlichkeit und vor allem darum, dass die Tradition erhalten wird in der heutigen schnelllebigen Zeit, dass sich Leute besinnen auf das, was uns Steirer und uns Mürztal in dem Fall ausmacht. Ja, 90 Jahre Trachtenverein Schneerosnerz Kindberg ist was ganz was Besonderes. Selbst familiär für mich auch, denn mein Urgroßvater, der Urban Saufüssel, war Begründer dieses Vereins 1928 und heute ein großes Fest. Und das noch dazu, 20 Jahre mit der Sonntagsmusik, die Edelseher in die Welt hinaustragen. Also ein besonderes Fest für Kindberg und wir sind ganz stolz natürlich auf unseren Trachtenverein. Ja, an und für sich ist es so, dass die Volkskultur, speziell was die Schneerosner machen, sehr aktiv sind. Und das ist eine ganz eine tolle Geschichte, wenn man das erleben darf. Und als Landeshauptmann bin ich sehr stolz auf den Verein. Land Steiermark, speziell die Volkskultur und speziell uns Trachtler geht es an und für sich recht gut. Wir sind doch 73 Vereine in der ganzen Steiermark mit weit über 10.000 Mitgliedern. Die 40-jährige Freundschaft der bayerischen Gäste bringen sie mit diesem Tanz besonders zum Ausdruck.
bekannt und gern gehört, die Sonntagsmusi. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir 20 Jahre unveränderter Besetzung musizieren, mit Freude musizieren nach wie vor. Und das ist echt toll, dass wir so ein tolles Publikum haben und dass die Leute uns so toll unterstützen. Wir spielen Edlermusik in der ursprünglichen Art mit Posaune, Klarinette, Harmonika in der hohen Stimmung, wie es die Edler gehabt haben, und wir versuchen so authentisch wie möglich zu machen. Elisabeth spielt Harmonika im Trio, aber du übst auch mit der Tanzgruppe. Ja, genau, die habe ich über die Musikschule über. Und die haben alle Wochen eine Tanz- und eine Schublattlerstunde, wo sie proben und sich schon sehr für den Auftritt vorbereitet haben und sich total gefreut haben. Und was sind so die Wünsche in Zukunft musikalisch gesehen? Also ich muss sagen, wir sind sehr zufrieden. Wir haben im Fernsehen gespielt, wir haben im Radio gespielt. Also wir sind sehr zufrieden, und wenn es so weitergeht, dann passt es. Wenn es noch ein bisschen geht, dann passt es. Wir sind ja nämlich die Jüngsten. Ja, genau, wir sind immer die Jüngsten. Aber wenn wir noch ein paar Jahre spielen können, dann freuen wir uns. Richtig. Und wenn die Kinder nachkommen, ist das noch umso schöner. Team Styria ist ein kompetenter und starker Partner der heimischen Wirtschaft. An mehreren Standorten agiert das Unternehmen seit über 35 Jahren. Team Styria ist grundsätzlich der steirische Integrationsbetrieb. Wir beschäftigen in erster Linie Menschen mit Beeinträchtigung, mit Behinderung. Wir haben 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon 70%, wie gesagt, eine Einschränkung haben. Wir sind aber deswegen so breit aufgestellt, dass möglichst viele Menschen mit unterschiedlichen Neigungen, Fähigkeiten und Behinderungen bei uns beschäftigt werden können. Also unser größter Bereich ist die Metalltechnik. Hier haben wir Werkstätten in Graz, Kapfenberg und Spielberg. Der nächstgrößte Bereich ist eben die Holzmanufaktur, wo wir in Graz, Kapfenberg und Trieben tätig sind. Und in der Elektronik, E-Technik sind wir in Graz tätig, wo wir auch bis zur Formel 1 hin die Beschallung liefern. Team Styria ist nicht nur vielseitig, sondern auch stets bemüht, Neues auf den Markt zu bringen. So wurde kürzlich ein für Österreich einzigartiges Finanzierungsmodell im Jufa-Hotel Weidenthalbruck an der Mur öffentlich vorgestellt. Ja, wir haben ein tolles Konzept entwickelt, einzigartig in Österreich. Wir verleasen Hotelmöbel, Hotelzimmermöbel. Das gibt es in Österreich in dieser Form noch nicht. Wir haben rund 30 Jahre Erfahrung im Hoteleinrichtungsbereich und haben uns entschlossen, gemeinsam mit einer großen Leasingfirma hier ein Projekt zu entwickeln, um den Pensionen, kleinen Gasthäusern, kleinen Hotels die Möglichkeit zu geben, neue tolle Einrichtungen zu kaufen. Und diese zu einem tollen Preis und dann noch leasbar. Sie können bis zu 84 Monate leasen, Sie können von 0% bis 30% anzahlen, und wenn man eine durchschnittliche Lebenszeit eines Einrichtungsmöbels in der Hotellerie rechnet, kann man ungefähr die doppelte Zeit ansetzen. Und mit der letzten Rate, mit der 84. Rate, haben Sie das Möbel gekauft, gehört Ihnen, und Sie können trotzdem weiter verdienen. Dass auch der Tourismusverband Hochsteiermark dieses Angebot der Team Styria an die Hotels und Beherbergungsbetriebe in ihr Netzwerk aufnehmen möchte, liegt auf der Hand. Ja, wir können das ganze Angebot verbreiten, unsere Beherberger darüber informieren, das werden wir auch machen. Es ist ein ganz interessantes Projekt, und wie gesagt, wir werden da diesbezüglich Gas geben, weil das sehr lukrativ ist, qualitätsvoll, und ich hoffe, dass die Beherberger da zahlreich aufsteigen werden. Leasing statt Kaufen, Hotelmöbel zu günstigen Angeboten in den verschiedensten Ausführungen und in der bekannt guten Team Styria Qualität. Ford EcoSport, wie für Sie geschaffen. Das Interieur des neuen Ford EcoSport vereint modernes Design mit praktischer Funktionalität. Die erhöhte Sitzposition bietet einen ausgezeichneten Überblick.
Heute darf ich Ihnen im Autohaus Huber den neuen Ford EcoSport präsentieren. Den neuen Ford EcoSport gibt es mit 3 umweltfreundlichen Benzinmotoren und einem Dieselmotor. Jedes Detail des neuen Ford EcoSport wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen das Fahren so angenehm wie möglich zu machen. Der Ford EcoSport ist ab 14,99 erhältlich und es gibt ihn ab Mai auch als Allradfahrzeug. Eine unverbindliche Probefahrt wird Sie überzeugen, einen Ford EcoSport vom Autohaus Huber Kapfenberg zu fahren. Er ist außergewöhnlich anders, der neue Kia Stonic. Der neue Kia Stonic wurde für all jene entworfen, die mit jeder Fahrt ein echtes Abenteuer erleben möchten. Aerodynamische Linien und ein verwegener Grill unterstreichen seine Individualität. Endlich ist er da, der neue Kia Stonic, unser neuer Crossover aus der Kia-Familie. Der Innenraum des Kia Stonic bietet ein Höchstmaß an Komfort und Qualität. Den neuen Kia Stonic gibt es mit 3 Benzinmotoren und einem Dieselaggregat. Auch eine Automatikvariante wird folgen. Der Einstiegspreis liegt bei 15.500 Euro hier in Österreich. Vereinbaren Sie eine unverbindliche Probefahrt bei Kia Huber Nickersdorf. Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Wie heißt es so schön bei Start-up-Fahrschule Harry in Kindberg? Von Null auf Harry in 0,nix. Wir bringen dich da durch. Wo melde ich mich an? Bei mir im Büro. Oder auf www.startup-harry.at. Wir sind nicht nur Ansprechpartner für alle Führerscheinklassen vom Moped bis zum LKW, sondern auch für Berufskraftfahrer, Ladekrankkurse und Staplerkurse. Ein engagiertes Team unterstützt Sie. Einfach los, Fahrschule Startup Harry Kindberg. Die Fahrschule ganz in deiner Nähe. Ja, gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So viel da, jetzt das nicht geben. Gut, besser, Gösser Kracherl. Ein herrliches Herbsttagerl haben wir heute wieder. Da braucht man natürlich das passende Fußballmatch dazu. Ich glaube, das haben wir auch mit dem Match St. Marien-Lorenzen gegen Baschlug. Ein heißes Derby steht da an. Jeder Ausgang ist da möglich. St. Marien-Lorenzen ist ein toller Fußballverein, führt zurzeit 2 Kampfmannschaften und 7 Nachwuchsmannschaften. Da kann man mit Recht sagen, Marien ist ein Vorzeigeverein im Mürztal. Nun kommen wir zum Gebietsliga-Derby. Baschlug-Trainer Didi Schöckl liebäugelt heute mit einem Dreier. Der Schiri heute Hermann Steinhöfer aus Vorau. Los geht's! Baschlug in Grau-Weiß-Spielern startet den ersten Angriff. Die St. Mariner Abwehr kann da abblocken. Auf der Gegenseite geht's weiter mit Marien-Freistoß. Ofner zirkelt den Ball an der Mauer vorbei. Eisel im Baschlug-Tor hat da vorerst kein Problem. Ja,
Marein sucht da den Weg nach vor. Guter Ball auf Stengel. Stengel überspielt der Eisel. Die Gäste retten da vor der Linie. Glück von oben war da natürlich auch dabei. Rassige Zweikämpfe sind keine Mangelware. Der Schiri hat heute einiges zu tun. Der Schluck kommt da über die rechte Seite mit Flanke oder war es ein Schuss? Der Ball streicht da übers Tor, die Gefahr vorbei. Der Schluck nimmt den Hebel in die Hand. Der Schmidtschuss da war nicht so schlecht. Daiml pariert im Marein-Tor. Und gegenüber brennt ihm bei Schlugstrafraum der Hut. Kurz vor der Pause gibt es eine Härteeinlage und das Ganze wird mit Gelb geahndet. Und mit einem 0:0 geht es in die Halbzeit. War keine gute erste Spielhälfte beider Teams. Lust auf Sie, Dermann-Karten, der Dermerkwa-Lux-Fonster? Ja. Ja, und ich habe leichte Fragen. Gestern hat es in der deutschen Bundesliga beim Auftakt so richtig gekracht. Bei was für einer Partie? Bei Frankfurt gegen Düsseldorf. 7:1. Das ist richtig. Und da haben wir einen Trainer gehabt, der hat sogar in der Steiermark gearbeitet. Wo? Adi Hütter. Ja, und wo hat er gekickt in der Steiermark? Beim GRK. Und in Kapfenberg? Kapfenberg, genau. Ja, und einer war super in Form, der hat 5 Gold gemacht bei dem Match. Wer war das? Der Luka Jovic. Der Luka Jovic ist richtig und das ist ein serbischer Teamspieler. Du hast alles richtig beantwortet, hast 2 Dermann-Karten, der Dermerkwa-Lux Ponsdorf. Gratulation. Okay. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Didi Schöckl bereitet einen Wechsel vor. Das Match kommt auch in Hälfte 2 schwer in die Gänge. Gelbe Karten gibt's heute genug. Marein Lorenzen mit Angriff. Stengel geht da zu Boden im Gästestrafraum. Marein will da einen Elfer. Der Schiri sagt, war nix, hat wahrscheinlich recht. Aber nun sind die paar Schluger dran. Nach Flanke auf Schmid wird der Ball da verlängert. Zivkovic ist da, macht das 1:0 für paar Schlug. So schnell geht's. Marein muss nun Gas geben und einen Eisel macht man nicht so schnell ein Tor. Mareins Moral ist in Ordnung, aber die Zeit, die rennt den Mareinern davon. Im Finish haben die Mareiner alles probiert. Martin Eisel hält den Ball und den Paschlug Dreier fest. Marein unterliegt im Heimspiel Paschlug mit 0:1. Die Stimmen zum Match. Was sagt der Manuel Ofner zu dieser Derby-Niederlage gegen Paschlug? Ja, meiner Meinung nach, jetzt so kurz nach dem Match gesagt, war es eine klassische X-Partie eher. Sei haben halt das eine Goal gemacht, was wir nicht gemacht haben. Aber im Endeffekt war es mehr eine X-Partie, meiner Meinung nach. Spielerisch hat es ja nicht so geklappt, von alle 2 Mannschaften her nicht gut gewesen, aber gelbe Karten hat es viel gegeben, härtemäßig war einiges drin. Ja, gebe ich dir absolut recht, spielerisch war es fast nicht zum Ausschauen, glaube ich. Das Problem war das, dass Paschlug sehr viel mit hohen Bällen agiert haben und dann wir dadurch auch nicht ins Spiel gekommen sind. Platz ist sehr schwer zum Bespielen bei uns, weil er eben sehr, sehr unheim ist. Und da war, glaube ich, am heutigen Tag mit den Wetterverhältnissen nicht viel vom Spielerischen her vielleicht gar nicht mehr drin. Und wenn man zum Schießen gekommen ist, dann war der Eisel im Goal für Paschlug ein guter Rückhalt. Ja, brauchen wir gar nicht rein. Der hat Bundesliga gespielt, der hat seine Qualität, der ist unumstritten. Wie ist das Tor entstanden? Also ich glaube, der Ball ist von der linken Seite gekommen. Der Schmidi hat ihn sehr gut gestoppt und ich habe einfach mich gemeldet, dass ich frei bin. Und er hat das super gemacht, hat den Ball einfach voll schön weitergeleitet. Und ich habe ihn dann einfach ins lange Eck geschoben, ganz einfach. Ja, die Partie war sehr hart umkämpft, aber es war dann schlussendlich ein Sieg, ohne so richtig zu glänzen.
Ja, ohne zum Glänzen. Solche Siege gehören natürlich auch dazu. Wir haben gekämpft, das war das Wichtigste. Wir haben eine super Leistung gezeigt, finde ich. Wir sind kompakt gestanden, das war mir das Wichtigste nach den letzten Spielen. Und ich finde, wir haben uns super eingekaut und wir hoffen, dass wir in den nächsten Spielen auch so Leistung zeigen können. Der Schlurg ist ja normal immer ganz vorn dabei, hat ein paar Mal nacheinander den Aufstieg verpasst. Jetzt ist man ein bisschen weiter hinten, aber jetzt will man das Feld von hinten aufrühren, oder? Ja, aufrühren, was heißt aufrühren? Also wir schauen jetzt einmal von Spiel zu Spiel, dass wir alles geben und dann schauen wir am Ende, was rauskommt. Die Fachhochschule Joanneum in Kapfenberg öffnete wieder einmal ihre Türen und präsentierte ihre erfolgreichen Studiengänge, deren Absolventen über ausgezeichnete Berufsmöglichkeiten verfügen. Ja, das können wir wirklich mit Stolz und Fug und Recht sagen, dass die Berufsaussichten unserer Absolventinnen und Absolventen ausgezeichnet sind. Einerseits wissen wir, dass aufgrund der Arbeitslosenstatistiken, die wir immer wieder erhalten, und andererseits aufgrund der Rückmeldungen der Unternehmungen. Unternehmungen, mit denen wir kooperieren, nehmen unsere Absolventen und Absolventinnen oft schon vorher. Wir haben in allen Studiengängen, die hier in Kapfenberg stattfinden, ein Berufspraktikum und die Studierenden müssen dieses absolvieren, lernen dadurch die Firmen kennen, aber auch auf der anderen Seite die Firmen, die Absolventen und Absolventinnen können sich sozusagen aufeinander anpassen und einstellen und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept, wodurch die Studierenden sehr schnell in das Berufsleben übergeführt werden und die Firmen den Vorteil haben, genau für das Berufsfeld richtig ausgebildete Leute dann zu bekommen. Mit ihren technischen und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen bietet die Fachhochschule Joanneum in Kapfenberg eine fachübergreifende Ausbildung am Puls der Zeit und bildet Experten und Expertinnen aus. Ja, ich glaube, das kann man sagen, dass da schon Experten und Expertinnen in den jeweiligen Berufsfeldern sind und diese Berufsfelder sind sehr vielfältig, sehr unterschiedlich. Projekte zu entwickeln und vor allem sinnbringend einzusetzen, ist Ziel vieler Studiengänge. Ob für den Verkehr, Eisenbahn- oder Straßenverkehr oder auch Unterstützung für Blinde. Entwicklungen, die helfen sollen. Darüber hinaus engagieren sich die Studiengänge zusammen mit ihren Unternehmenspartnern in angewandter Forschung und Entwicklung. Wir haben als FH Joanneum in Kapfenberg einen besonderen Fokus auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen. Wir haben in allen vier Studienrichtungen intensive Beziehungen zu Unternehmen, nicht nur in der Region, sondern in ganz Österreich und weltweit, zum Beispiel Hörbiger in den USA. Und in Summe der Aktivitäten werden hier Umsätze gemacht, die uns an die Spitze der österreichischen Fachhochschulen im angewandten Forschungsbereich bringen. Das Open House oder wie es so schön heißt, der Tag der offenen Tür, war auch diesmal wieder ein großer Erfolg. Christian Huber, Heimatort Wartberg im Mürztal, 1970 in Bock an der Mur geboren, beschäftigte sich schon mit 8 Jahren intensiv mit Zeichnen und Malen, inspiriert durch den Landschaftsmaler Josef Thorner. 1980 Gymnasium in Bruck, Schwerpunkt bildnerische Erziehung bei Magister Kurt Riedl. Dann eine Ausbildung zum Metallbauer. In dieser Zeit entstanden Metall- und Schweißskulpturen. Nach einer künstlerischen Pause gestaltete Christian Huber mit dem Zyklus Baumerleben einige interessante Ausstellungen. 2010 begann er mit der Reihe Linie und Fläche.
woraus sich das heutige Thema Meine Lust ist Linie, Hommage an Peter Rosecker entwickelte und in der Galerie K in Kindberg zu sehen ist. Lust ist Linie ist für mich eigentlich mittels dem Peter Rosecker Menschen darauf hinzuweisen, dass er mehr war als nur der verstaubte Waldbauernpoet. Und ich habe so wie er die Linie als Mittel zum Zweck genommen, er hat damit geschrieben und ich mal damit. Für mich war bei diesem Thema sehr, sehr wichtig, dass ich diesen schmalen Grat finde zwischen dem Peter Rosecker, dass er nicht ganz verstaubt ist, und der heutigen modernen Kunst, dass er eben durch seine Texte heute noch immer ja, sehr präsent ist. Christian Huber ist seines Zeichens wirklich Vollblutkünstler. Das hat er uns heute bei der Ausstellung bewiesen. Er hat direkt in der Ausstellung ein Bild von Peter Rosecker gemalt und wir konnten alle Zeuge sein, wieso ein Bild von ihm entsteht. Christian Huber ist wirklich ein Künstler, der sich auch engagiert in den Schulen. Wir haben jetzt ein Projekt mit ihm erarbeitet, wo er die Hauptschule Jakob Eduard Schmölzer und das Borg in Kind unterstützt mit zwei Klassen, wo er mit den Schülern und Schülerinnen Themen von Peter Rosecker, seine Gedichte, seine Bücher aufarbeitet, so dass man sagen kann, der Peter Rosecker, dieser Waldbauernbub aus Krieglach, ist nicht der verstaubte Waldbauernbub, den wir kennen von der Schulzeit, wo wir nicht genau den Zugang wissen oder wo wir nicht mehr genau wissen, was er alles geschrieben hat, sondern er bringt den Kindern wirklich das näher und kann ihnen auch die Querverbindungen in die heutige Zeit erklären. Und das ist eine ganz fantastische Idee und ich bin unendlich dankbar, dass er sich dem Thema angenommen hat und dass er auch den Schülern das vermitteln kann. Meine Lust ist Linie von Christian Huber ist bis 6. April in der Galerie K in Kindberg zu sehen. Das Frauenreferat der Stadt Bruck an der Mur lud anlässlich des Internationalen Frauentages zum Vortrag Rebellische Frauen in der Steiermark ins Stadtmuseum Bruck ein. Ein Abend, der sich mit dem Thema Frauen im Besonderen beschäftigte. Wir sind stolz, dass es auch in der Steiermark rebellische Frauen gibt, gegeben hat und immer noch gibt. Es ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Wir wissen, es gibt immer noch viel zu tun. Wenn man so ein bisschen zurückblickt, vor 100 Jahren sind die Frauen auf die Straße gegangen, haben vorwiegend gekämpft für ein freies Wahlrecht, Zugang der Bildung, bessere Arbeitsbedingungen und die heute immer noch gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Vieles ist seit dieser Zeit besser geworden. Die Frau hat einen Stellenwert in der Gesellschaft erzielt. Trotzdem gilt es noch aufzuzeigen, dass auch heute in vielen Bereichen die Frau benachteiligt wird. Rebellisch ist aber nicht gleichzusetzen mit Rebellion der Frauen. Gemeint ist das Aufzeigen von Möglichkeiten von Frauen, sich zu widersetzen, zu rebellieren. Und mir ist ein besonderes Anliegen dabei, dieses sich widersetzen weg vom politischen Handeln auch zu sehen. Natürlich ist Widerstand sehr stark mit Widerstand im politischen Bereich verbunden, aber ich möchte eben zeigen, dass man in allen Bereichen des Lebens, auch im Privatleben, wenn man nur danach sucht, Frauen finden kann, die sich zum Beispiel herrschenden Rollen, Vorstellungen widersetzt haben. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft, ein Thema, das noch viel Überzeugungsarbeit bedarf und vor allem von Akzeptanz der Leistung der Frauen geprägt werden soll. Ohne Energie keine Bewegung. Ohne Energie keine Lebensqualität. Ohne Energie Stillstand. Die fossilen Brennstoffe gehen zur Neige. So jedenfalls wird es uns eingebläut. Mieser Geschäftstrick oder Realität? Wer weiß es? Da heißt es entgegensteuern. Die Alternative lautet Alternativ Energie.
Wenn es darum geht, Lösungen zu suchen, sind die Stadtwerke Bruck an der Mur immer im vordersten Feld zu finden. Die Natur beweist uns an 365 Tagen, dass wir Energien nützen können, die von keinen Multis abhängig machen. Gemeint ist zum Beispiel die Sonnenenergie. Na, es gibt zwei Sachen, wie einmal die Warmwasseraufbereitung, eben die Solarthermie, und die zweite Sache ist eben die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in Strom. Ist natürlich eine kostbare Energie, die wir aber natürlich täglich 365 Tage zur Verfügung haben. Fangen wir gleich einmal an mit einem Titel, geschrieben von Nino De Angelo für Kristall, und zwar Nicht alle Wege führen nach Rom. So, da könnte man die Hände nach oben geben. Auf geht's! Für dich brennt, und ich lüg nicht, wenn ich sage,